Ich glaube, das wird die brutalste Vernichtung, die wir bis jetzt so gegeben haben. Boah. Es ist so irre. Um den ganzen Berg bin ich immer drum gefahren. Und da oben muss ich jetzt heim. Willkommen zu einem Sonnenvideo. Heute versuche ich mich völlig zu zerstören und trotzdem gut heimzukommen. Und zwar versuche ich, was mein Highlight für heuer werden sollte, ursprünglich mit dem Rall. Ich will einmal um den ganzen Göllstock umherum fahren, sprich die Göllumrundung. Aber das noch nicht genug. Ich will zusätzlich aufs Rossfeld auch noch rauf, wenn mal das Ganze aufgeht. Dann sind das über 2000 Höhenmeter und ca. 70 Kilometer mit dem Mountainbike. Wenn ihr dieses Abenteuer nicht verpassen wollt, dranbleiben. Viel Spaß! Los geht's los. Noch bereits 7,5 Kilometer von zu Hause entfernt sind wir schon beim ersten absoluten Highlight dieser Tour. Und zwar sind wir im wunderschönen Pluntautal. Und jetzt würde ich sagen, haltet euch fest, schaut euch die schönen Pluntauseen einmal an. Die Sonne ist auch bereits aufgegangen. Da sieht man den Schneipstein Ostgrat, den ich gerade erst gemacht habe. Für mich geht es da rechts auf bis aufs Stahlhaus. Das ist der erste richtige Anstieg, ca. 1200 Höhenmeter. Ab jetzt geht die Tour so richtig los. Jetzt bin ich gerade beim Abzweiger, wo es zu den Jochhalmen rauf geht. Und von nun an wird es anstrengend. Bin ich schon gespannt, ob es mir heute leichter fällt wie vor einem knappen Monat. Obwohl, wenn es gut dahingegangen ist, bin ich heruntergekommen. Die ist direkt gegenüber von mir. Ca. 700 Höhenmeter waren es von daheim da rauf. Ja, bin guter Dinge, dass die Tour heute aufgeht. Kraft habe ich noch. Insofern, das passt super. Jetzt bin ich schon richtig weit herum. Wahnsinn! Kuchler komm Richtung Brettl da. Traumhaft. Auf die letzten Meter zur Oberjochalm. 2 Stunden 2. Dritte Hützer. Jawohl. Und da vorne ist sie.
Ja, jetzt bin ich bereits hinter der Oberjochalm und jetzt geht es aufs Stahlhaus auf. Das sind jetzt so 350, 400 Höhenmeter. Hoppasa, die als Schiebestrecke tituliert sind. Da darf man nicht fahren. Ja. Und unabhängig davon war das auch ziemlich schwer. Wer seinen Berg liebt, der schiebt. Und wer es noch mehr liebt, der tragt so eine Schacht auf, aufs Schwellhaus. Latschen. Ich glaube, das wird die brutalste Vernichtung, die ich mir bis jetzt so also gegeben habe. Aber da oben am Sattel ist das Stallhaus. Ich schätze, das sind noch so 150 Höhenmeter, als ich das 12 Kilo Rall da jetzt noch schleppen darf. So Leute, ich bin am Stahlhaus herum und jetzt geht's an die erste Abfahrt und zwar Richtung Hinterbrand. Haltet euch fest. So sehr auf so ein Fahren gefreut, dass ich euch oben gar nicht das Panorama gezeigt habe mit dem traumhaften Blick auf den Watzmann. Da ist jetzt so weit runtergegangen, so geil zur Königsbachalm. Ja, und jetzt geht es wieder bergauf. So Leute, jetzt habe ich den Jänner schon umrundet. Da hinter mir oben ist die Mittelstation. Und das nächste Ziel ist Hinterbrand. Und dann sieht man schon da vorne, der kommt, das ist der Beginn, des Mandelgrats. Das heißt, nach Hinterbrand wird noch an der Kehlstein umrundet.
Ah ja, Leute, ein Traum da, der Ausblick. Ihr seht es wahrscheinlich nicht so genau, weil die Sonne gerade hinten herkommt. Ich bin jedenfalls jetzt in Scharitzkehl und da werde ich mir mal einen Kaffee gönnen. Bis daher waren es auf jeden Fall mal 31,5 Kilometer und 1400 Höhenmeter circa. Ja, und jetzt geht es eben noch um einen Kehlstein rum und dann aufs Rossfeld rauf. Also werden wahrscheinlich knappe 2000 Höhenmeter mit dem Radl werden. Bin schon gespannt, was dann kilometermäßig am Tacho steht. So geil da hier im Schatten, das war so eine gute Idee, dass ich die Tour in die Richtung geplant habe. Ich glaube am Nachmittag, da in der Sonne, wird es verrecken. So da, jetzt wartet der letzte harte Anstieg auf mich, die Panoramastraßen vom Rossfeld. Maut. Das sind Busse, PKWs und Motorradfahrer. So, da auf 950 Meter ist die Maut. Ich habe schon 1500 Höhenmeter. Also, es werden sich definitiv über 2000 Höhenmeter ausgehen. Wenn ich das bock, bin ich echt mega stolz und ich bin sehr guter Dinge, dass ich es bock. Schon 350 Höhenmeter aufgekämpft. Und jetzt ein traumhafter Blick auf Untersberg. Verkehr ist auch nicht so viel los, geht gut. Jawohl, das ist so geil. Den ärgsten Anstieg habe ich hinter mir. Bin schon beim Ahornkaser vorbei. Jetzt geht es noch 30, 40 Höhenmeter rauf. Dann bin ich auf der Bosshech und von da dann fast nur noch bergab. Aber so irre, ich habe sowas noch nie gemacht. Und es ist ein gutes Zeichen, dass das alles so geht. Und echt völlig arg, wie schnell dass ich wieder fit geworden bin. Also Hut ab von mir selber. Ihr könnt gerne einen Daumen da lassen, wenn es euch gefällt bis jetzt. Ich hab's geschafft. Völlig irre. Es ist so irre. Um den ganzen Berg bin ich einmal umgefahren. Und da habe ich, muss ich jetzt heim.
Ja, also nach knappe 6 Stunden und knappe 68 Kilometer mache ich da jetzt ein Fazit. Insgesamt sind es 2157 Höhenmeter gewesen. Ja, schon ein ziemlicher Schock. Das erste Mal, dass ich das Bike tragen habe müssen, da zum Stallhaus rauf und nachher der zweite Anstieg zum Rossfeld rauf hat auch noch mal gescheit reingeschenkt. Aber die Abfahrten, die ja, machen einfach die Tour so genial, so erlebenswert und ich kann die jedem nur wärmstens ans Herz legen. Also mir hat es brutal gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, graue Glocke aktivieren. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao.